Hallo René, du bist noch auf Stumm. Jetzt hast du Ton. Jetzt nicht mehr. Hi, Ich Udo, grüß dich. begrüße René Tillmann, Geschäftsführer und Mitgründer von HiJob. So, auch ihr habt eine Vision. Mission hat ja heute, denke ich, jeder hat ein Ziel, jeder hat gerade bei fokussierten Geschichten, die ihr auch seid. Eure Mission, Vision, glaube ich, jeder Mensch hat es verdient zu verstehen, wie er sich bestmöglich mit seinen Fähigkeiten entwickeln kann. Seit 5 Jahren seid ihr da dran und aggregiert letztlich Job, CV und Unternehmensdaten, legt dann eine berühmte KI drüber, die dann guckt Die in und dem Fall aber tatsächlich nicht aus WerkstudentInnen besteht. genau, der englische Ausdruck Mechanic Turks im Übrigen. Das waren die, die früher auf dem Sehr schön. Rummelplatz in diesen Automaten saßen. Ich Häufig kann, das hier, kleine. den kann ich noch gar nicht. Das muss ich, Ja, den werde ich mir häufig. sofort aneignen, wenn ich darf. Ja. Kernprodukt ist quasi Talent Streaming, so ein bisschen auch also quasi, oder auch das Netflix für HR. Also Unternehmen schicken Jobs und ihr streamt die passenden Profile. Aber wie das alles en Detail passiert, erzählst du uns jetzt. Auch dafür hast du 100 Sekunden. Passende Talente auf Knopfdruck. Sie schicken Jobs, wir streamen Talente. Deine Bühne. Wo ist meine Folie? Da, wunderbar. Also, herzlich willkommen erstmal in die Runde und danke an meine Vorrednerin, war spannend. HiJob Select ist wie der Xing Talent Manager, nur ohne den ganzen manuellen Aufwand. Heißt, passende Talente auf Knopfdruck, Fokus, Fach- und Führungskräfte, White Collar vornehmlich. Also, Sie schicken uns Ihre Jobs, wir streamen Ihnen automatisch die passenden Talente wie bei Spotify. Also, schauen wir uns das Dashboard an. Linke Spalte, hier sehen Sie alle gelisteten Jobs. In der Mitte, hier sehen Sie die anonymisierten Talente, die HiJob AI auf Basis der Qualifikation identifiziert hat. Und rechts sehen Sie jeweils den gesamten Werdegang anonymisiert. Sie können extrem schnell Talente sichten, zwischen 50 bis 100 Profile innerhalb von 30 Minuten. Der CV enthält alle für Sie relevanten Informationen, inklusive einer Ampelsystemerläuterung, warum die HiJob AI das Talent auf Basis der gesuchten Qualifikation ausgewählt hat. Gefällt Ihnen der CV, bewerben Sie sich mit einem Klick bei dem Talent. Das Talent erhält alle relevanten Infos über das Unternehmen, den Standort, die Jobbeschreibung und so weiter. Somit weiß es genug, um zu entscheiden, ob es Ihre Anfrage annimmt oder ablehnt. Nimmt es die Anfrage an, erhalten Sie die Kontaktdaten und den CV als PDF. Dieses können Sie dann exportieren. So, Vorteile nochmal zusammengefasst. Erstens, Sie müssen sich keine Zugangsdaten merken. Wir arbeiten mit sogenannten Magic Links. Zweitens, präzise und schnell. Sie sichten zwischen 50 bis 100 Talenten in 30 Minuten. Ihnen entgehen keine passenden Talente, denn die Stellenanzeige sucht aktiv die Talente, die zu Ihren gesuchten Skill-Kombinationen passen. Und Jobtitel sind auch nicht mehr relevant, somit auch keine Verschlagwortung. Die HiJob AI analysiert Berufserfahrungs- und Skill-Kombinationen in chronologischer Reihenfolge. Treffer. Patsch! Wer wo seht. gut, ich pack ein als Agentur, machen zu oder wir schicken alle euch die Jobs und gut ist, würde ich sagen. Ich guck mal, was an Fragen reinkommt. Ja, mach mal. Danke, Nee, Tillmann. aber Pass auf, okay. hier kommen schon die ersten Fragen. Was ist die Ja. Kernzielgruppe, Berufsgruppen und wie hoch sind die Kosten? Also 2 Fragen. Ja, also Kernzielgruppe, wie gesagt, Fach- und Führungskräfte, also und zwar im White-Collar-Bereich, das ist so klassisch Vertrieb, Marketing, Supply Management, IT, Ingenieurwesen, Finance, Assistenz, Sachbearbeitung, diese ganzen Themen. Wir werden jetzt auch sukzessive erweitern auf das ganze Thema technische Fachkräfte, also sprich MechatronikerInnen beispielsweise. Genau. Okay. Also wir sind nicht gut für gewerbliche Rollen. Das können wir nicht. Genau, manchmal hilft es ja auch zu sagen, was man nicht kann, ne? Das ist auch Genau. ganz gut. Also dafür sind wir nicht geeignet. Wie viel Talente habt ihr in der Datenbank? Im Moment sind es um die 60.000, fokussiert auf die großen Regionen Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt, Nordrhein-Westfalen plus die jeweiligen Speckgürtel. Und im Monat kommen zwischen 2.500 und 3.000 hinzu. Nächsten Fragen hier zielen auf ähnliche Richtung, was die Datenbasis, das hatten wir gerade. Woher Genau. kommen die Kandidaten? Wie akquiriert ihr die? Also es gibt mehrere Quellen. Die eine Quelle ist Multiposting. Die ganzen Jobs, die bei uns veröffentlicht werden, spreaden wir natürlich auch über verschiedene Multiposting-Partner.
Das zweite ist Social Media. Wir machen selber Social Media Aktionen in unserem Namen, um Fach- und Führungskräfte einzusammeln. Und die dritte Aktion ist Trees for Jobs, wo Unternehmen quasi als Employer Branding Aktion ihren abgelehnten Talenten oder BewerberInnen anbieten können, sich doch bei HiJob zu bewerben, weil dort ja, Unternehmen sich bei den jeweiligen Talenten bewerben. Das sind die großen Quellen. Da machen wir auch mit. Und es ist so, dass man, wenn man den Job richtig sehen will, sich bei euch registrieren muss, richtig? Nein, den Job, also man kann alles komplett sehen. Ja. Es ist alles offen. Nur wenn ich mich bewerben möchte, und zwar mit einem Klick, oder gefunden werden möchte, dann muss man sich registrieren. Also wir machen den Talenten das Angebot zu sagen, lad einmal deinen Werdegang hoch, füll den einmal ordentlich aus und die Unternehmen bewerben sich bei dir. Und das auch kostenlos für diejenigen, richtig? Für die Talente absolut kostenlos, ja. Ich beantworte Ihre Fragen en passant und stelle sie en passant. Ja, wir sind ja schon ein bisschen länger gemeinsam unterwegs, du kennst es. Und danke, anonymer Zuschauer, für den Reminder. Du hast die Frage nach den Kosten noch nicht beantwortet. Oh, sorry, ja. Wir rechnen pro Match ab, also sprich pro beiderseitigem Interviewinteresse, egal wer es zuerst definiert hat. Also wenn beide Seiten miteinander reden wollen, also RecruiterIn hat den Werdegang gesehen und Talent hat den Job gesehen oder umgekehrt, dann fällt ein Preis pro Match an, der sich zwischen, also ich glaube, bei, ich weiß gar nicht, wie wir da verblieben, aber ich glaube 190 € meine ich ganz. Ja, wir sprechen dann auch gerne von Qualified Application, ne? Ja, CPQA, genau. Sprich beide Seiten wollen. Insofern ist ein qualifiziertes Interesse vorhanden. Wunderbar. Keine Fragen mehr offen seitens der Zuschauer, Zuhörer. Punktlandung. René, ganz vielen lieben Dank. Ich finde es einen tollen Ansatz. Du hast gesagt, ihr benutzt Magic Links. Ich glaube, da ist noch viel mehr Magic drin an ganz vielen Stellen. Wir benutzen von Monat zu Monat besser, ja. Ja. Okay. Wir benutzen es selbst auch. Ich finde es ganz spannend, insoweit, um weiter zu gucken, wo führt das hin, dann den Kandidaten eventuell aktiver vorzuschlagen, was der nächste Step sein könnte. Genau, da wird es gehen. Ich glaube, das ist ja so euer Plan. Also, lebenslange Karrierebegleitung. Vielen Dank. Wir hören uns ganz am Ende nochmal. Trotzdem schon mal, bleibt gesund. Alles Gute für die Entwicklung. Ja, auch bitte. Alles Gute. Dankeschön. Jo. Ciao.